Ich darf euch heute ein neues Produkt aus dem Hause APV vorstellen, den Frontframe. Wir haben hier im Frontanbau am Traktor einen stabilen Aufbaurahmen für alle PS von PS120 bis PS800. Hier sitzt ein PS300 mit hydraulischem Gebläse drauf und zusätzlich ist ein Seebalken mit 6 Meter Arbeitsbreite ebenfalls montiert. Mit dem Seebalken können wir eine flexible Ausbringung von Saatgütern im Grünland oder im Ackerbau realisieren. Man kann das Gerät einfach im Frontanbau montieren und im Heck ein Arbeitsgerät wie gewohnt ankoppeln. Auf der Unterseite sehen wir ein Ballastiergewicht mit 600 Kilogramm. Sollte das Arbeitsgerät im Heck zu schwer sein oder sollte noch mehr Stützlast auf der Vorderachse nötig sein, kann man das hier werkzeuglos und flexibel in der Maschinenhalle oder auch am Feld an- und abkoppeln. Die Kopplung des Frontframes ist ziemlich einfach und schnell erledigt. Es müssen lediglich der hydraulische Anschluss für das Gebläse, der drucklose Rücklauf, was wichtig ist, dass man den im Heck des Traktors anschließt, wo auch der drucklose Rücklauf vorgesehen ist, und das Gerätekabel. Dann ist der Frontframe eigentlich schon bereit für den Einsatz im Feld. Nach der getanen Abtriebprobe erfolgt das Ausklappen des Gestänges am Feld. Und schon kann es auch losgehen. Wir haben da jetzt den Seebalken für die Nachsaat im Grönland und in dem Fall auf einer Weidefläche genutzt. Wir haben vor einigen Tagen damit einer Wiesenecke die Erdhaufen angeglichen und da sind ein paar Fehlstellen aufgetaucht. Und diese Fehlstellen wollen wir jetzt da eben in Kombination mit einer Cambridge-Watte nachsehen. Man sieht da gut, es saht gut. Wir haben da den Hafer, das Weidelgras und den Rotklee in der Mischung und wollen somit die kahlen Flächen bedecken, damit da kein Beigrat aufkommt, sondern da Pflanzen wachsen, wo die Rinder halt wieder Futter auf der Fläche finden können.